Miau, willkommen zurück zu South Park, The Stick of Truth. Ich hab's geschafft. Ein Klumpen Scheiße, wie wundervoll. Wir werden ihn im Kampf benutzen und stolz sein. So, also. Dann, wie gesagt, gehen wir mal wieder hier runter und erledigen ein paar schöne Dinge, die wir eben noch zu tun haben. Hier können wir nicht dran. Wir haben ja noch so ein paar Schlüssel bekommen. Die will ich auf jeden Fall einlösen. Und wir haben ja noch was für Kenny. Zuerst können wir mal hier dran gehen. Okay. Wie das arme Bild von Butters einfach hier in der Garage hängt, das ist nicht sehr nett. Aber in South Park sind die ja nie sehr nett zu Butters, nicht wahr? So, zu Kenny wollten wir. Wegen der Blume. Es laggt gerade ein bisschen. Ich weiß nicht warum. Hey, bei euch waren wir noch gar nicht. Darf ich jetzt mal zu euch? Nö, darf ich nicht. Schade. Sehr schade. Dafür haben wir auch keine Schlüssel. So, Kenny war ja irgendwie ganz hier hinten. Ja. Nicht getroffen? Ja, das habt ihr davon. Und wieder ein Bottle Cap. Sus. Wieder zu Hause bei den McCormacks. Meine ich zumindest. Oh, hey, you're the new kid. My sister, the princess, texted me about you. She thinks you're cute. Oh, bin ja auch cute. Super cute. Kenny. Oh, der Junge tut einem schon leid, ne? Jetzt rauben wir ihn auch noch aus. Was hat der hier Schönes? Die Wrestlermaske. Oh, wie schön. Hast du das einfach alles so schön gemacht? Wie ist Kenny denn zu Hause? Sieht nicht so aus. Zumindest nicht hier. Rat Poison. Ach, gehen wir mal wieder aus diesem traurigen Zimmer raus, würde ich sagen. Moment mal kurz. Muss mal mein Mikro wieder gescheit hinstellen. Es hat eine leichte Schräglage angenommen. Hallo. Sorry to hear about the renters. Usually they're real fun and energetic. Und überall die Fliegen. Bah. Können wir gar nicht raus. Okay, Kenny ist nicht da. Ich mache jetzt Folgendes. Du hast vier neue Freunde. Mrs. McCormick, Karen, Mrs. Dodge, Mrs. Dodge. Wuhu. Gruppe. Oh ja, Kenny hat schon die neue Attacke. Die muss ich euch nämlich unbedingt zeigen. Das wird so super. Und ich habe da sowas für dich. Wie gebe ich ihm das denn? Ich weiß es gerade gar nicht. Quests. Blumen für die Prinzessin. Gib Kenny die Narzisse. Schließlich ist er eine Prinzessin. Möchte ich ja. Ich weiß gerade nicht wie. Vielleicht wisst ihr schlauen Füchse, die ihr mir zuseht, das. Ich weiß es gerade nicht. Ich reise einfach mal weiter mit Kenny. Vielleicht ergibt sich ja die Möglichkeit. Noch irgendwann anders. So. Da hatten wir auch schon gekämpft, richtig? Mal gucken, ob wir hier noch was Neues abstauben können. Ich will da nämlich auf jeden Fall noch weiter zum Schweinebärmann.
Aber oben waren wir eigentlich überall. Waren wir auch auf dem Dach? Gott, ich weiß es nicht mehr. Nein, nein. Schießen will ich. Nicht? Sieht so aus, als ob es kaputt gehen würde. Oder waren wir schon da oben? Doch, da haben wir schon das Ding für den Schweinebämmer dran gemacht. Richtig. Ist richtig. Na gut, dann gehen wir wieder zurück. Lesen noch die neue Nachricht. Hey, ich habe versucht, dir einen Link zu einem Video von einem Häschen, das mit einer Katze spielt, zu schicken. Aber es funktioniert nicht. Das ist echt niedlich. Du sollst es später suchen. Leute, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Geht auf YouTube und sucht nach diesem Video. Okay. Nein, dann waren wir hier schon fertig. Schnell raus hier. Das ist so eklig. Pfui, pfui, pfui. Okay. Hä? Ich weiß gar nicht mehr, waren wir an dieser Truhe da hinten? Oh, das Projekt läuft noch gar nicht so lange, aber irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben schon so viel getan und doch noch nicht genug. Ja, waren wir wohl schon. So, lass mich mal auf die Karte gucken. Da hinten raus müssen wir. Wir haben auch immer noch nicht alle Leute gefunden. Und hier ist wieder Blumen für eine Prinzessin. Ist doch doof. Kenny ist doch genau bei mir. Aber vielleicht müssen wir dafür einfach ins Cooper Keep. Kann ich natürlich auch nicht ausschließen. Okay, also Plan ist erst Cooper Keep, dann Mr. Kim, dann Schweinebärmann. Wie klingt das? Ich hoffe gut. Ah ja. Ah, jetzt ist Kenny unser Freund. Das ist ja interessant. Ich dachte, wir wären schon Freunde. Aber okay. Okay, fein. Ansonsten haben wir hier eigentlich nichts zu tun. Mr. Kim. Ah, das Schnellreisesystem ist schon super. Vor allem, weil die Stadt schon groß ist. Damit hatte ich gar nicht mal so unbedingt gerechnet. Oh. Da liegt Geld. Da liegt noch mehr Geld. Strange. Hallo, Mr. Kim. Oh, hey, kid, you need any help to fight today, you summon me. Gut, nein. Miniaturgong, herbeirufen freigeschaltet, sehr gut. Das war alles, was ich wollte. Fuck you, asshole! Gerade hat wieder der Sound gehangen, das macht mir Sorgen. Ich kann doch nicht jedes Mal das Spiel upgraden. Aua! Arschloch. Wenn es so laggt, kann ich vielleicht schnell reagieren. Nein, ich will euch Kenny zeigen. Ach, ich bin ja erst dran. Ja, ja, ihr habt schon gesagt, ich muss dann mal so einen Trank ganz am Anfang nehmen. Mache ich dann jetzt auch. Stärketrank. Nimm ihn. So, wenn schon unsere Schilde kaputt sind, dann wenigstens mal den Angriff erhöhen. Ja, beide kein Schild. Stop dicking around. Ja, los. Ah. Oh, das war's schon. Tja, wir haben halt mittlerweile auch schon ein anderes Level, nicht wahr? Nein, nicht. Oh, das ist mir doch letztes Mal auch passiert, oder nicht? Jetzt muss ich wieder gegen die kämpfen. Nee, doch nicht. Ah ja, genau. So. Machen wir erst Schweinebärmann oder ich glaube, ich gehe nochmal zuerst zur Kirche. Ich glaube, ich gehe zuerst zur Kirche. Und suche nochmal nach dem iPad. Ja, mir wurde schon geschrieben, dass das eigentlich
Es wäre halt blöd versteckt, aber eigentlich ganz einfach. Also suche ich jetzt einfach mal alle Ecken ab. So einfach. Hätten wir das auch geklärt, dann gehen wir gleich mal zu Kevin zurück. Ich gucke mal, ob hier drin mittlerweile was anderes los ist. Oder ob die Kirche weiterhin ganz leer ist. Ja. Ist irgendwie schade. Denn eigentlich sollte hier was los sein. Zumindest gibt es hier ja auch Charaktere, nicht wahr? Ja, vielleicht kommen die noch mal anders. Okay. Dann ab zu Kevin. Goth Kids sind da unten. Das machen wir wann anders. Das ist ja die nächste große Story-Quest. Vulkania. Ab zu Kevin ins lila Haus. Das ist wenigstens mein hübsches und aufgeräumtes Haus. Wie sein Familienfoto machen, wenn er die Vulkania-Ohren anhat. Hallo Kevin. Well done. The galaxy is in your debt. Let it be known that I have been and will always be your friend on Facebook. Juhu. Rakete der Verlangsamung. Ah, jetzt haben wir das auch endlich. Das ist schön. Ich weiß gar nicht, ob wir das extra ausrüsten müssen. Hatten wir hier sonst? Ja, den Schlüssel haben wir halt nicht. Ja, ich schätze mal, da war ich dann drin. Okay, was haben wir noch für Quests? Du hast einen neuen Freund, Kevin Stoley. Finde Verbündete, der Schweinebärmann. Genau, machen wir mal den letzten Schweinebärmann-Sensor. Dafür müssen wir da hoch. Dahinter. Mittlerweile können wir deutlich mehr. Wahrscheinlich kommen wir da dann mit Teleportation hin. Das wäre jetzt gerade mal so mein Gedanke zu dem Dilemma. Da, kaputt. Und ich muss euch unbedingt Kennys neuen Angriff zeigen. Ich finde den so super geil. Ja, ich habe es leider schon gesehen. Also mein Freund spielt es halt auch und unsere Rechner stehen halt nebeneinander. Und ich versuche schon immer nicht hinzugucken, aber hin und wieder sieht man ja doch mal was. So ganz geht das ja nicht. Kann ich mir jetzt ja auch nicht verbieten, das zu spielen, bis ich mein Let's Play fertig habe. Oh, sieht man da oben. Habe ich doch gar nicht gesehen zuerst. Sus. Okay, dann lasst mal... Oh, neue Nachricht. Sei gegrüßt, Mensch. Das ist eine eingehende Transmission von der USS Kevin Transmission. Wir umkreisen aktuell die Erde und sind bereit, Photon-Torpedo-Unterstützung zu leisten. Photon-Torpedo. Oh Gott. Kevin, Ende. Okay, ernsthaft, Kevin. Es gibt in Zaron keine verfickten Raumschiffe, okay? Es gibt nur Menschen und Elfen und die haben keine verfickten Phaser, sie haben Schwerter und Pfeile. Vergib mir, Admiral, meine vulkanischen Hälfte bewahrt mich nicht immer davor, unlogische Dinge zu tun. Ah, sehr schön. Mein Gott, also das mit dem Vorlesen müssen wir heute noch üben. Du schon wieder, ich kann dir vielleicht noch mal Kram verkaufen. Bestimmt tust du das. Nein, ich kann nur kaufen. Ich möchte aber im Moment nichts kaufen. Eigentlich haben wir viel dabei. Also nicht bevor... Level 1, nee. Bevor quasi unsere Hauptgeschichte weitergeht. Widerlichkeitsschaden. Oh ja. Nein. Okay. Ach, da oben stehen jetzt ja Elfen. Elben. Okay. Dann kämpfen wir halt nochmal. Vielleicht kann ich euch jetzt mal Kenny zeigen. Ich wünschte, ich könnte sagen, dass ich mit Kenny anfangen möchte. Fuck you, asshole. Fick dich selber. Let's do this. Oh, warum buggt der Sound schon wieder? Macht mich aggro. Da. Schwinde. So. Ich nehme jetzt keinen Trank, weil ich möchte halt unbedingt Kennys Angriff zeigen. Und zwar jetzt. Seht mal, Einhornansturm. Kenny reitet auf einem magischen Einhorn und trampelt eine Reihe von Feinden nieder. Ich liebe es. Oh, verkackt. Ach, scheiße.
Scheiße. Wie ich es mit Kenny immer wieder verkacke. Unglaublich. Machen wir beim nächsten Mal nochmal. Ist ja auch schön zu sehen. Das gehört ja zu Kenny quasi dazu, nicht wahr? Oh, sorry, Leute. Ich war nicht ganz darauf gefasst, dass ich jetzt noch was drücken muss. Oh, vor allem nicht, was ich drücken muss. Ach, tut mir so leid, Kenny. So, sehr schön. Ich gehe mal da runter. Ich hätte gerne, dass er Auto speichert, weil ich dann gleich jetzt nochmals lieb frage, ob es nicht ein schönes Update für mich hat. Oder ob es mal die Fehlerkontrolle durchholen kann. Warum kommt Kenny nicht mit? Da ist er wieder. Achso, für irgendeins haben wir doch auch einen Schlüssel, oder nicht? Ich liebe ja. Oh Gott, ich liebe halt seine Chaosrolle. Die ist so herrlich. Leute, ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr schaltet auch morgen wieder ein. Dann erkunden wir mal hier die Chaoshöhle von Professor Chaos. Toll. Und versuchen ein bisschen unsere Quests weiterzutreiben. Danke fürs Zusehen. Bye, bye.